go out on your road. Where am I now? Oh, tell me how I can be found. 'Cause I've been lost all my life. Gotta know by now where I can go, where your wind blows. Life is a show, and I'm in the last row, watching it pass. Bye, bye, bye. But I wanna be close and fly, fly, fly. Die Stille wird durchbrochen durch den Glockenschlag. Ich sitze im Fenster, seh den Flocken von Frau Holle nach. Sitze hier, wie an jedem anderen Wochentag, warte, bis du meinen Weg mir offenbarst. Ich möchte später halt nicht kläglich versagen, mich auf meinem Lebensweg nicht verfangen. Deshalb brauch ich deinen väterlichen Rat, um mir Fehler zu ersparen, die mir später widerfahren. Ich seh seit Jahren schon mein Leben durch ne Nebelbahn, und ich weiß nicht mal, weswegen ich nicht sehen kann. Ich bete dafür, dass du das mein Leben regeln kannst. Denn mein Leben hält nicht ewig an. Vielen Dank für all das, was du gibst. Aber lieber Gott, gib mir bitte, wenn du das hier liest, ein Ticket fürs Paradies. Auf der Suche nach Wegweisern im Leben haben wir uns schon immer von Gott leiten lassen. Ja. Du hast bestimmt schon einen konkreten Moment erlebt, wo du Gottes Ruf vielleicht gehört hast oder wo du so einen konkreten Moment hattest, wo du von Gott geleitet wurdest. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was wir da geschrieben haben, eigentlich war das nicht immer so, sondern das ist irgendwann in der Jugend gekommen, als man halt wirklich dann, man sucht halt und findet sich nirgendwo und dann denkt man sich halt irgendwann, vielleicht ist da was anderes. An sichererer Ort, an Ort der Sicherheit. Und es ist bei mir in der Jugend gekommen, viel Verzweiflung, viel Schmerz und Leid, einfach Sachen. Und ich hatte das Glück, dass ich dann einfach hier und da durchbrechen konnte, durchblicken konnte und einfach Gott spüren durfte. Schön. Auch in den schönen Momenten, sowie in den schlimmen Momenten. Toll, was der Song. Da bin ich sehr dankbar. Mich hat bei deinem Song oder bei eurem Song besonders berührt oder beeindruckt, vor allem die sprachlichen Bilder. Also ich finde einfach, das war, wie soll ich sagen, nicht nur performt, sondern da waren einfach Bilder erzählt. Also Storytelling par excellence, würde ich fast sagen. Und was noch für mich dazu kommt, ist, dieser Song hat mich auch berührt, weil einfach der Aufbau für mich sehr stimmig war und für mich authentisch gewirkt hat. Danke, an der Stelle muss ich auch dem Nico danken, der jetzt hoffentlich zuschaut, dass er so spontan mich aufgeweckt hat und gemeint hat, ja, ich mache da einen Rap-Part dazu. Er hat den Text geschrieben vor, ich weiß nicht, 7 Jahren oder so. Ja. Ja, von meiner Seite auch, also mal grandios, der Song hat mich auch berührt und ich glaube, da spreche ich für alle, also wahnsinnig, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Natürlich schade, dass er keine Zeit hatte, Nico, und in Kanada ist. Mir hat eigentlich auch der Rap-Part auch sehr überrascht, auch beim Video schon, denke ich mir, okay, was kommt jetzt? Und auch diese sprachliche Barriere, die gebrochen wird zwischen Englisch und Deutsch, irgendwie was Neues. Am Anfang haben wir gedacht, okay, was kommt jetzt? Aber es passt so perfekt rein, was du schon sagst. Fand ich mir schade, aber das kann ich natürlich Kanada, das lässt sich nicht so gut machen. Ich denke trotzdem, du hast das Beste auch rausgeholt und vor allem du hast nicht, also du singst das extrem gut und hast auch nicht versucht, jetzt das nur nachzumachen als Rap, was ich auch gut gefunden habe, dass du nicht versucht, etwas nachzumachen, sondern dass du deinen Style da rausgenommen hast und das halt versucht hast nachzumachen. Von dem her, ich kann mich da auch nur anschließen, was schon gesagt wurde. Es werden extrem schöne Bilder erzählt, es kommt an, auch die Melodie. Hut ab, wahnsinnig cool gelöst und hat berührt. Dankeschön.